Ich finde den echt lecker. Ich könnte den so jetzt wegsuppeln hier, die Flasche. Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Barrel Beast. Heute mit einem ganz besonders feinen Tropfen von dem guten alten Petok. Petok. Sehr gut. Ja, der Gute hat ja unter anderem diese Made in Germany-Serie. Und ich meine, es ist der dritte Vertreter seiner Art. Und dieses Mal haben wir die deutsche Destillerie Nine Springs. Die hatten wir auch schon mal in einem Video, in einem Blind Tasting, meine ich, das Weihnachtsspecial war es, glaube Rye ich. Genau. war kein normaler Tropfen. Genau, war kein normaler Tropfen. Hatten wir auch in dem Video, glaube ich, dann schon mal gesagt, dass wir da eigentlich letztes Jahr hin wollten. Werden wir auch zeitnah nachholen. Die sollen ein paar echt gute Sachen schon produziert haben. Da bin ich sehr gespannt. Und auch umso gespannter, was das Ding jetzt hier eigentlich kann. Also, ja, zur Verpackung können wir ja gleich was sagen, aber man sieht hier vielleicht, steht auch drauf, in ehemaligen Sherryfässern gereift und er ist nicht rauchig, 5 Jahre alt, 2015 bis 2020 wurde er nämlich abgefüllt. Wir haben noch herausgefunden, man munkelt im Internet, es wäre ein Amontillado. Ja. Mal sehr gespannt. Fasstyp steht da nicht bei, ob das jetzt ein Butt, Hogshead, Octave, Quarter Cask, was auch immer wäre. Da kann man nur mutmaßen. Ja, also ich meine, die Farbe, also wenn es jetzt Oh, ein, First Fill, wir haben ja Second 100 Fill weiß man auch Flaschen, nicht. wir haben 100 Flaschen, 0,5. Das heißt, entweder ist es ein Octave, das Quarter würde, Cask. meine ich, Quarter Cask wird hinhauen. ein Octave passt auch sehr gut. Das würde sehr gut von 100 Flaschen passen auf 0,5, muss ich sagen. 805 ist ja, ne? Hast du recht. Das würde sehr gut passen. Ja, Oder es ist natürlich eine Fassteilung, das wissen wir jetzt nicht so genau. Es lässt sich perfekt portionieren hier. schönes Finde ich einfach Glas, ne? super. Ja. So. Ja, zum Drehen. Ich kriege es nur nicht gut ausgeschnitten. Ich will nur. Nee, ist doch gut. Mach. Ja, soll Mach. ich? Ja. Schlechter Part bei Lasse Ey, sehr Balzer. gut. Also, es tut mir schon leid. Es tut mir im Herzen weh, aber Spaß. so ist das nun mal, das Spielchen. Gucken wir uns die Flasche mal an. Müssen wir auch einen Satz zu verlieren. Ich mag das grundsätzlich, wenn man hier so durchgucken kann. Und das kennt man auch sehr gut von The Single Cask. Die haben ja so einen fetten Cube. Man merkt aber auch schon, okay, die wiegt schon was. Aber da ist natürlich richtig Masse bei so einem Single Cask, also bei der Flasche. Und das ist hier jetzt nicht ganz so. Aber ansonsten vom Etikett finde ich es nicht schlecht. Da geht aber mehr. Ne, ich finde das hier ganz nett. Made in Germany hat man die Deutschlandflagge an der Seite mal aufgegriffen. Ansonsten logischerweise der Pat mit seinem Logo hier. Alles cool. An und für sich schön schlicht gehalten. Ich meine, die Flasche ist auch so. Ja, ich Ja. glaube, er ballert das einfach alle Leidenschaft in den Inhalt und Ja. ab Zu dafür. Recht, zu Recht. Ja. Gut Kommen wir mal zur sein. Kommen wir Nase. zur Nase. Unfassbar süßer, säuerlicher Antritt. Spannend. Ja, typisch Amontillado. Aber typisch trifft sehr gut. Also der erfüllt jedes Klischee, finde ich gerade. Ja. Sehr feine Sache. Ist so eine kleine Mischung aus für mich Puderzucker und Zitronensaft. Wir haben jetzt hier 52,6 Umdrehung. Und da muss man einfach wieder sagen, durch die Süße ist das natürlich wieder sehr, sehr verführerisch eingebunden an der Stelle. Ja. Ich weiß nicht, in dem Moment, dass das wirklich so hochprozentig ist. Das stimmt. Ja, also die Nase ist relativ gut verschleiert, was diesen Alkoholgehalt angeht. Bin schon gut dabei, nur durch die Nase. Aber für mich ist es absolut so wie so ein Zuckerguss. Den hatte meine Mutter Ja. damals so auf hier diese Topfkuchen gemacht. Das war dann immer irgendwie Zitronensaft mit Puderzucker. Und genau daran erinnert er mich. Ja, sowas Frisches, aber auch Pflaumenmäßiges dabei. Ah, schön. Macht Wenig, richtig Bock, den zu trinken. wenig Nussigkeit, ne? Eher typisch fruchtig, zuckerig. Also, wenn der so im Geschmack ist, ja, Chapeau. Aber ich bin gespannt. Ich würde sagen, Taste man mal, ne? Slanche. Slanche war. Schon ein bisschen
mehr derbe, ja, mehr herbe und derbe. Also Alkoholgehalt im Geschmack kommt auf jeden Fall durch. Ist aber auch nicht schlimm. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Hat mich ein bisschen überrascht. Ist aber auch nicht schlimm. Für mich geht der jetzt auch so ein bisschen in Richtung Marzipan, also ein bisschen was ja, cremig, süß-herbigeres an sich als in Nase. Hast du Marzipan gesagt? Ja. Okay. Im Abgang finde ich die Säure auch wieder, im Geschmack finde ich die nicht so wirklich. Im Geschmack geht da wirklich, sag ich mal, deutlich mehr in diese, auch in Richtung vielleicht ein bisschen Nussigkeit oder Maronen. Maronen würde ich am ehesten sagen. Gefällt mir. Also du haust Sachen raus, ich bin ja echt überrascht heute. nicht schlecht. Text weg. Ja, auf jeden Fall. Ich will eine Sache aufgreifen. Du hast gesagt, der überrascht dich und das findest du gar nicht so schlecht. Ja. Und da muss ich einfach für mich sprechen. Ich hasse Überraschungen und deswegen ist es halt einfach nichts für mich an der Stelle. Aber ich sehe mich auch so ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich. Ja, irgendwo links habe ich da so eher die Süßwaren und dann habe ich da den Maronenstand daneben und so weiter. Hat was. Also trotzdem irgendwo, gerade in der Nase, so eine gewisse Frische auf jeden Fall. Finde ich charmant. Aber was du gesagt hast, der Alkohol kommt durch. Ich habe jetzt bisher nur einen Schluck gehabt. Glaube ich zumindest. Vielleicht habt ihr auch schon einen zweiten gesehen. Das wird sich zeigen. Ich kann mich nur an einen erinnern. Und auf jeden Fall fand ich es ein bisschen too much, was den Alkohol angeht. Aber das wird sich jetzt hoffentlich gleich ein bisschen bessern. Ja, also bei mir, ich wollte schon fast sagen, ich hatte jetzt schon zwei, drei. Also schon besser geworden. Ist nicht mehr so im Vordergrund. Aber er sticht immer mal wieder zwischendurch hart durch. Finde ich zumindest. Da erinnert er mich so ein bisschen an so ein, ich kenne das von den Poffertees. Da erinnert er mich am ehesten dran. Da gibt es Poffertees mit Puderzucker und Orangenlikör. Ich glaube, der Orangenlikör hat auch so 40 Umdrehungen ungefähr. An diese Kombi erinnert er mich ziemlich stark. Bei dir nicht so. Ja, aber was ich damit sagen will. Kommt zum Punkt. Nein, Spaß. Abgang ist für mich nicht so gut. Also der ist ein bisschen eindimensional im Abgang. Hält das gut durch, ja, aber immer mal wieder kommt so ein bisschen der Alkohol durch und fällt fast unangenehm auf. Aber hat schon so eine leichte, so eine Tendenz hin zur Cremigkeit. Ja. So, also finde ich ganz charmant. Also Zitrusfrüchte, also Orangenlikör meinte ich ja, finde ich auch geil. Kommt ich bin immer so wieder voll durch. Bei Pflaume, muss ich sagen. Weiß ich nicht, so ein Pflaumenlikör irgendwie haut da für mich voll rein. So ein bisschen auch Traube, dunkle Früchte, keine Ahnung, finde ich, passt hier sehr gut. Also, ich muss ja, müssen wir ja erstmal eins sagen, ne? Wir haben ja einen deutschen Whisky. Der hat 5 Jahre auf dem Buckel. Und ich hatte, wie gesagt, bisher noch nicht sehr viel von Nine Strings. Ich habe ein bisschen Gutes von denen gehört. Und ich verstehe auch, warum jetzt inzwischen. Das ist guter Stoff. Ja. Wenn ich einen Querverweis zu anderen deutschen Destillerien machen würde, was natürlich nicht cool, aber es gibt ja ein paar, dann würde ich schon sagen, dass der hier, heieiei, ich nehme mich weit aus dem Fenster raus, ohne große Experimente zu machen, ziemlich geiles Zeug ist, so im Verhältnis. Ich finde trotzdem, gut, der hat nur 5 Jahre, dafür hat er schon echt was auf dem Buckel. Da gibt es sicherlich 180 Whiskys in Schottland, die mehr können, aber die sind auch deutlich älter dann tendenziell. Und der ist schon echt stark, also muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist er nicht perfekt. Also da fehlt ihm einfach ein bisschen Zeit und das hätte ihm, glaube ich, dann auch mehr, also noch besser getan. Ja. Aber man merkt schon, der kann was. Also mir schmeckt der leider ganz gut. Aber wenn ich was kritisieren müsste, dann ist es am Anfang der Alkohol, der kommt jetzt nicht mehr so durch. Und den Abgang finde ich auch nicht so krass. Aber das hätte dann die Zeit, glaube ich, ein bisschen mehr gebracht. Ja. Aber ansonsten, ja, was muss ich, also ich finde den echt lecker. Ich könnte den so jetzt wegsuppeln, hier die Flasche. Ist ein super Trinkwhisky. Klar, mit dem Alkohol muss man ein bisschen zusehen. Also man kann ihn jetzt nicht süppeln ohne Ende, dann ist man schnell draußen. Aber an sich richtig schönes Ding. Also Amontillado, Deutschland, 5 Jahre. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut wird.
Also da muss man dem lieben Pat hier mal den Hut ziehen. Hat auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl getroffen für die Leute. Ich vermute mal, das Ding ist schon ausverkauft. Schaut mal drauf. Also vom Preis war es auf jeden Fall mehr als fair. Ja. Lohnt sich. Also gerade wenn man Nine Springs noch nicht kennt, und ich kannte bisher nur einen von denen, und das war sogar nicht mal ein Single Malt an der Stelle, dann auf jeden Fall zuschlagen. Lohnt sich. Ja, geiles Fass. Also Nine Springs Kombi mit Amontillado kann man sich mal geben. Ja. Kommen wir mal zur harten, aber fairen Bewertung. Du darfst mal wieder anfangen. Okay. Also am schwächsten habe ich ihn tatsächlich im Abgang. Da ist er einfach nicht so ausgewogen für mich. An der Nase gefällt er mir am besten. Da gebe ich ihm eine 86. Geschmack gehe ich auf eine 85 und im Abgang bin ich bei einer 84. Okay. Ich habe, was für mich so ein bisschen konträr ist, der Geschmack. Der nimmt sich so ein bisschen, hat so einen Kampf. Ich finde den Antritt mit dieser Süße ganz gut. Und hier und da in manchen Schlucken zieht sich das auch durch. Aber ich habe dann doch, und das hattest du am Anfang schon mal gesagt, hier und da diesen Moment, dass der Alkohol sich einfach emporkämpft. Ja, mit so einem Punch. Genau. Und dann kommt das und dann schwupp ist diese Süße auf einmal wieder weg. Ja. Das habe ich nicht immer. Ganz interessant, aber es ist so ein Kampf. Das merkt man. Und an der Stelle, deswegen verliert er da Abzüge in der B-Note. Mit den Punkten, dass er jetzt 5 Jahre und aus Deutschland und so weiter ist, bin ich aber in einer ähnlichen Region wie Till. Und deswegen von hinten nach vorne, um euch jetzt nicht weiter auf die lange Folter zu spannen. Ihr seht, ich überlege die ganze Zeit. 83, 84, 83. So, zack. Ich finde den ganz gut. Also wirklich. Ich würde mir auch zulegen. Ein Barrel Beast ist nicht. Dafür fehlen einfach noch, glaube ich, ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja. Fast ist aber geil. Gerade Nine Springs, das scheint irgendwie gut zu harmonieren. Ja. Finde ich gut. Und wenn ihr es noch nicht kennt, lohnt es sich auf jeden Fall mal entweder diese Abfüllung, aber ich denke, vielleicht auch was anderes von Nine Springs direkt, falls das schon ausverkauft ist, das weiß ich jetzt gerade nicht an der Stelle, lohnt sich das auch mal reinzuschauen. Die scheinen was zu können. Ja, die haben was drauf. Nicht zu Unrecht, ein bisschen so der Hidden Champion hier in Deutschland. Also echt geil. Ja. Dann hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr auch mehr Hidden Champions kennt, die wir uns mal anschauen sollen im Beast Check, lasst einen Kommentar da und natürlich ein Abo. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.